Ich lebe ja in Wuppertal, also das heißt, wenn ich Musik mache, dann mache ich das hier in meiner Stadt und habe viel Tango gehört durch meine Schwester, die Tango tanzt. Viel im Café Ada mit hingegangen, Musik gehört, kennengelernt. Und die Vorstellung entwickelt, sowas selber zu spielen und dann nach den passenden Leuten gesucht, die da mitmachen. Das war schön für mich, dass meine Musik jetzt in dem Clip verfilmt wurde. Und also der Remix von meinem Stück. Und wo ich jetzt ja den ganzen Schaffensprozess erlebt habe, jetzt vom Anfang, vom Schreiben, wo es erst nur eine Idee auf dem Papier war, bis zur CD-Aufnahme und bis jetzt zum Video, das ist natürlich schon ein schönes Gefühl, das jetzt fertig zu sehen. Schwebebahnaktion hat mir sehr, sehr gefallen, weil es einfach diese kolonnenartige Durchfahrt mit der Kamera, das fand ich also wirklich auf dem Bild nachher sehr attraktiv, muss ich sagen. Das war jetzt einfach mal ein absolutes Novum, dass nur wir da drin waren und uns frei bewegen konnten und machen konnten, was wir wollten und trotzdem eingegliedert in den Verkehr waren und mitgefahren sind, lustige Erlebnisse an den Haltestellen hatten. Der Stil unserer Musik ist bestimmt nicht der klassische Tango und das liegt auch mit Sicherheit an den Musikern, die da mitspielen, denn der Hintergrund einiger Musiker ist die rein klassische Ausbildung. Teil oder der Gitarrist haben Jazz studiert im In- und im Ausland. Ich habe beide Fakultäten besucht und daher kommt schon eine gewisse Mischung zustande. Das heißt, im normalen Tango oder im klassischen Tango wird weniger improvisiert, als wir uns die Freiheit nehmen. Tango für mich ist Freiheitsgefühl, Leidenschaft und Improvisation. Es bietet natürlich die Möglichkeit, mit der Klarinette auch zu improvisieren. Natürlich auf eine etwas andere Art als jetzt zum Beispiel in einer Dixie-Band, wo man die Klarinette am ehesten verortet. Aber gerade das macht natürlich Spaß. Dass man, so wie wir es spielen, auch da viele Freiheiten hat. Also quasi wie auch im Jazz. Ich komme ja aus dem Jazz eigentlich. Und so wie wir die Stücke geschrieben haben, ist da auch mal Platz für Improvisation, aber das in einer anderen, etwas anderen Stilistik. Das fließt natürlich in die Arrangements mit ein und ist, ja, glaube ich, eher dann so ein kleiner Anteil an Jazz noch mit drin in der Musik. Ich komme natürlich auch so ein bisschen vom Saxophon her, was ich auch liebe und schätze. Und auch da gibt es natürlich im Jazz alle Möglichkeiten der Klangfarben. Und bei der Klarinette ist es halt auch so, man kann mit ganz unterschiedlichen Farben auch arbeiten, auch beim Improvisieren. Und auch solche geräuschvollen Klänge teilweise provozieren. Dass einfach der Geräuschanteil bei der Klarinette auch ein bisschen höher wird und es nicht einfach immer nur schön klingt. Eine sehr schöne Erfahrung. Erstmal, weil es zu Hause war, im Café Ada, wo wir auch unterrichten und veranstalten. Und weil auch Tango zu diesem Haus gehört. Seit 20 Jahren gibt es Tango im Café Ada. Und ja, es war unglaublich, sehr schön, sehr harmonisch, super schöne Stimmung.
finden sehr, sehr schön und sehr wichtig auch, dass eine junge Band von Tango im Wuppertal sind, weil Tango gehört zu Wuppertal und wir als Lehrer sind auch sehr beschäftigt hier in der Szene von Wuppertal. Deswegen haben wir auch gerne mitgemacht. Es ist erstmal für mich selbstverständlich, dass eine Band aus Wuppertal Tango spielt, weil Tango schon seit lange hier gibt und gehört zu Wuppertal. Meinen Tango als Tanz zu sehen, das war eine schöne Sache, weil ich glaube, dass wenn wir Musiker spielen, wir tanzen ja nicht selber dann dazu, aber man wiegt so ein bisschen mit im Takt der Musik und ich glaube, man tanzt so innerlich schon so ein bisschen. Also man würde gerne tanzen, aber kann es ja nicht. Und dass dann das Tanzpaar übernommen hat, das war schön mit anzugucken. Es war einfach eine tolle Chance, dass uns das angeboten wurde, diesen Clip zu drehen, auch mit diesen technischen tollen Sachen wie Zeitraffer-Technik und diesen ganzen Dingen. Zeitrafferaufnahmen sind unsere Domäne, von daher war es nur konsequent, dass wir vor Ort auch nach Einsatzmöglichkeiten von Zeitraffern gesucht haben. Die Wuppertaler Schwebebahn war hierfür prädestiniert. Wir hatten die Möglichkeit, uns im Führerstand zu positionieren. Eine Aufnahme, die man auch nicht jeden Tag machen kann. Das habe ich total schön gefunden, ja. Ich war ganz neugierig, was das alles da passiert und stattfindet und wie ich da alles mache, wie das aussieht auch mit Taucher und alles das, ja. Das war ganz schön für mich. Ja, die Dreharbeiten haben ja ein, zwei Tage nur gedauert und was wir da erlebt haben an Hilfsbereitschaft, an Freundlichkeit und Offenheit war wirklich toll. Hat großen Spaß gemacht. Schwebebahn durften wir mehrere Stunden benutzen, die nur für uns zur Verfügung gestellt war. Stadthalle wurde uns aufgemacht. Das Barmer Rathaus konnten wir nutzen. Das war einfach ganz toll. Also erstmal fand ich den Wagen sehr attraktiv, muss ich sagen. Das war schon mal irgendwo ein Fest. Und dann vor allen Dingen die Sitzgelegenheit hinten war wirklich Sofa-like, muss man ganz klar sagen. Und es hatte schon wirklich Atmosphäre, mal in so einem Auto zu sitzen. Die Geschichte zu dem Adenauer-Benz ist schnell erzählt. Wir waren gebucht als Kamerateam für ein Making-of zu einem Modeshooting mit Anastasia Makarenko. Naja, und da fuhr uns der Wagen ja förmlich über die Füße. Und der Onkel unserer Produzentin hat den Wagen mitgebracht und wir haben dann den Karl-Heinz Sauer eben mal Monate später angerufen und gefragt, sag mal, wie wäre denn das mit dem Wagen zu drehen? Und er sagte, ich habe da genauso viel Spaß dran wie ihr. Wann soll es losgehen? Das war die Liebe zur Musik oder gerade zu diesem Lied von dem Filmemacher und Kameramann, der hinterher auch maßgeblich für den Videoclip verantwortlich war. Der hat sich dieses Lied ausgesucht, hat es mehrere tausend Mal gehört und konnte es immer noch hören. Und das war einfach so ein Stück Musik, wo er Bilder im Kopf hatte und sagte, das möchte ich gerne verfilmen. Ja gut, die 1000 haben wir noch nicht erreicht, aber der Zähler bei iTunes spricht eine deutliche Sprache und bei den Dreharbeiten mussten die Jungs von La Scatola della Sala den Song 170 Mal am Stück ertragen. Mein Zählwerk auf meinem iPod weist im Moment 711 Wiedergaben aus und ich bin den Song immer noch nicht leid. Der Tango-Videodreh war für uns eine wunderbare Gelegenheit, auch mal etwas Ausgefalleneres zu produzieren. Die wesentlichen Dreharbeiten waren ja 29 Stunden im Kasten. Das ging los mit den Bildern in der Stadthalle, im Rathaus,
in der Schwebebahn, am nächsten Morgen am Beidenburger Stausee und zum Schluss noch im Café Ada mit dem Tango-Tanzpaar. Die Produktionsleitung hat uns da einen relativ straffen Drehplan vororganisiert, aber das war zu packen. Und mit so einer überschaubaren Crew das in 29 Stunden überhaupt zu leisten, das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, als man mich gefragt hat, ob ich diese Gruppe begleiten möchte, diese Tango-Gruppe, war ich erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich mit Tango nie was am Hut hatte. Aber jetzt muss ich sagen, wenn man diese Lieder gehört hat, das hat sich so ein bisschen bei mir eingefressen und es macht Spaß und ich habe mir auch schon eine Tango-DVD gekauft. Es ist für uns einfach hoffentlich eine Chance, dass wir durch die Verbreitung des Videoclips auch eine größere Öffentlichkeit erreichen mit unserer Musik. Los Cuatro de la Sala haben schöne Elemente, musikalische Elemente, die zu Tango gehören. Was mir persönlich sehr gefällt generell an Tango-Musik und natürlich besonders auch an den Stücken, die meine Kollegen geschrieben haben, ist die sentimentale Seite, muss man ganz klar sagen. Also diese melancholische Seite und gerade mit der Klarinette kann man natürlich auch sehr schön diese Klangfarben einfach wiedergeben und das macht große Freude. Das Besondere bei der Band wie zum Beispiel Los Cuatro de la Sala ist die Begeisterung der vier Musiker gerade für dieses Projekt. Wir mögen alle den Klang, wir mögen uns und respektieren uns sehr untereinander. Und egal, ob man probt oder Konzerte spielt, es ist einfach immer eine große Freude und jeder ist mit vollem Herzen dabei. In diesem Projekt steckt literweise Herzblut, nicht nur von Seiten der Produktion. Die Jungs von Los Cuatro de la Sala, Carmen und César, das Tango-Tanzpaar, die helfenden Hände, die sie alle mit eingebracht haben, ohne lang zu fragen, die Strippenzieher der Produktionsleitung. Mir ist wieder schlagartig klar geworden, dass ich wahrscheinlich einen der schönsten Berufe der Welt ausübe, solange ich mit solchen Vollprofis, mit solchen Enthusiasten zusammenarbeiten darf. Das ist ein schönes Gefühl. Was soll ich sagen? Tango ist mein Leben, ist mein Beruf und ohne Tango geht nicht. Mehr kann ich nicht sagen.